So, sucht euch mal langsam schon mal einen Platz. Wir biegen auf die Endgerade ein. So, es ist wichtig, dass ihr alle noch mal an eure Plätze geht. Denn ihr müsst jetzt noch mal aktiv werden. Den Kuchen müsst ihr im Moment noch ein klein bisschen stehen lassen. Und Steffi, wenn du mal auf die Bühne kommst, wir haben uns jetzt den ganzen Tag hier kaum bewegt, nur mal kurz rüber zum Essen und dann haben wir wieder gesessen. Ich glaube, du kannst uns jetzt erlösen von diesem dauernden Stillsitzen. Schauen wir mal. Ja, Simon hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich denn Lust hätte, eine kleine Nachmittags-Activation mit euch zu machen, um so diesem Mittags- oder Nachmittagstief entgegenzuwirken. Bin nicht nur Community Manager, sondern Fitnesstrainerin. Deshalb habe ich mich gefreut über die Anfrage. Und Simon hat einen sehr coolen Track rausgesucht, passend zu Star Wars. Und deshalb möchte ich jetzt euch alle mal gerne einladen, aufzustehen. Sowohl hier im Raum als auch in den virtuellen Räumen natürlich. Wo sehen die mich? Hier ist, glaube ich, die Kamera, oder? Ja, hier. Ah, da. Ja, so hell scheint sie. Ja, soll jetzt natürlich kein hartes Workout hier drin werden, könnten wir auch machen. Es geht einfach darum, unsere Muskeln nochmal etwas zu aktivieren, unsere Produktivität und Kreativität nochmal anzuregen für die Feedbackrunde. Und genauso ist es vielleicht auch eine kleine Inspiration, was man gerade wir als Knowledge-Arbeiter, die sehr viel Zeit am Schreibtisch verbringen, immer wieder so zwischendrin machen kann als kleine Übungen, um ja wieder den ganzen Herz-Kreislauf-Rhythmus etwas in Gang zu bringen. Von dem her, lasst es uns ausprobieren. Braucht ein bisschen Platz, aber ich glaube, den haben wir. Und ja, dann den Kuchen noch mal ein bisschen verbrennen. Sekündchen dauert's.
höre euch nicht mehr. Ich höre auch nichts, aber gerade das habe ich gehört. Ja, der Live-Ton. Ich höre auch nichts. Ja, Live-Ton ist nicht gefehlt. Mal gucken, ob sie das Symbol verstehen. In welchem Slack-Channel müssen wir das jetzt schreiben, Franziska? Nicole, hört ihr uns? Jetzt schon. Ah, jetzt. Okay. Merci. Okay. Ja, ich habe gerade hier vorhin mitgehört, das sind Bilder, die kriegst du nie wieder aus dem Kopf und nie wieder aus dem Internet. So, ja, heute haben wir den letzten Tag des sechsten LernOS Convention, kann man nicht sagen, aber letzten. Doch, ja, das war die Convention, aber die ersten hießen anders, ne? So rum. So, und jetzt vielleicht erstmal, wir haben heute ja etliche Sessions erlebt und es wäre ganz schön, wenn die Session Owner ganz kurz auf die Bühne kommen und so in maximal einer Minute berichten, was in ihrer Session passiert ist. Vielleicht nach vor, Simon, kriegen wir die erste Session. Working. Der ist ein bisschen laut. Working out loud war das erste. Ja. Wir können mal die ersten gleich vorlesen. Ne? Genau. Wirklich schauen, dass wir kompakt sind, einfach nur 2-3 Sätze, ne, dass wir da schnell durchkommen. Ja, und vielleicht können die anderen sich gleich irgendwie anstellen hier vorne. Achim, Tanja noch mit dazu. Gerrit ist, glaube ich, schon weg. Also echt fies, ne? Nachdem wir hier Sport gemacht haben, sollen wir jetzt noch Sätze finden. Volvo cool? Oder? Ja, Volvo super cool. Mehr haben wir eigentlich nicht zu sagen. Danke an die hybride Unterstützung von der Barbara. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es jetzt eine andere Variante gibt. Ja, also auch einsteigen in Community Management mit dem LernOS Guide war cool. Ja, also klar, wir haben eingeführt in den Guide, aber es kamen ziemlich schnell so Diskussionen und Fragen auf, sehr eng am Guide entlang, aber doch auch, was die Leute auch wirklich betrifft. Ja, und es ging auch um so Sachen wie kann man damit wirklich praktisch arbeiten? Also wie sind die Aufgaben, an wen richten sich die Aufgaben, wie finden sich am besten die Teams? Und wir haben sehr lange auch darüber diskutiert, wie arbeitet man denn am liebsten? Fängt man mit der Theorie an, steigt man in die Praxis ein? Und das dann zwischendurch immer wieder auf die einzelnen Bausteine, aufs Thema, zum Thema Community Management. Ja, danke schön. Wollt ihr die zweite gleich mitmachen, wie vorhin? Wenn ihr wollt, macht die gleich mit. Da müsst ihr nicht zweimal laufen, jetzt haben wir schon so viel Sport. Let's Talk Communities, da ging es viel um Fragen, wie kriegt man das irgendwie so, wie kriegt man die Graswurzel gut mit der Hierarchie verknüpft, ohne dass sie davon aufgefressen wird, war ein großes Thema. Und das andere war, da hat sich auch ein Chat im Slack dazu ergeben, diese ganze Frage SharePoint, Teams, die Enterprise Social Networks werden wieder abgeschafft, wie machen wir das eigentlich? Und ich glaube, da wird es auch im Nachgang noch viel Austausch zu geben. Sehr gut, danke euch. Dann haben wir den Daniel. Ja, wir haben uns intensiv beschäftigt mit einer Wissenslandkarte, auch mit unserem Wissensportal. Wir haben gesehen, dass Probleme in anderen Bereichen durchaus ähnlich sind mit den Problemen, mit denen ich zu kämpfen habe. Eins ist sicherlich das Thema Motivation. Wie behält man die Leute motiviert? Und ich habe dann die Folie gezeigt, What's in it for me? Das ist für mich so eine Key-Folie. Ja, wie begeistere ich die Leute? Wie erkläre ich denen, was für sie drin ist, damit sie auch alle mitmachen? Super, danke dir. Dann weiß ich nicht, ob die Sandra Schmidt jetzt noch drin ist. Wir hatten die Session LernOS Hub gemeinsam. Da kann ich kurz was sagen. Sandra, bist du da? Nicht mehr. Das ist so die Idee, quasi eine Landingpage, eine Anlaufstelle zu LernOS im Intranet zu machen. Da haben wir darüber berichtet. Die Idee ist quasi, Vorlagen zu haben für eine Website, eine Community und einen Circle Finder. Sandra hat dann noch von Basler Versicherung gezeigt, wie die auf Basis von Microsoft Lists so einen Circle Finder gebaut haben. Und da kamen dann ganz viele Ideen, was da alles rein müsste, auch in diese Website. Wir haben im Concept Board, wenn ihr da guckt bei der Session, eine Ideensammlung gemacht, wir haben die bewertet und da gibt es so Top 5, was da drauf muss auf die Website und wir werden jetzt quasi bis über den Sommer, also im September wird es da was geben, einen Prototyp mal bauen und die Idee ist da so eine Art Copy-Paste-Vorlage zu haben, mit der jemand sowas machen will, man sozusagen selber sich sowas aufbauen kann und ganz viele haben sich gemeldet, sie haben sowas schon, da werden wir einen Pool machen, wo man sowas reinschmeißen kann, dass man sich von anderen Dingen abgucken kann.
Genau, da hätten wir den Thomas. Genau. Du schaust ganz verblüfft. Du bist der Nächste in der Session-Reihenfolge, Leitfaden für Change Management. Danach ist dann der Magnus, zu dem würde ich hinterkommen vielleicht, oder kannst du? Du kommst vor. Ja, genau. Wir haben darüber geredet, wie so ein Lern-OS-Leitfaden im IT-Kontext bei Change-Projekten eingesetzt werden kann. Wir haben uns dann auch darauf geeinigt, dass man vielleicht nicht Change Management sagt, sondern Change gestalten. Haben dann über Inhalte gesprochen, haben auch Zielgruppen. Also Zielgruppen wären dann eher zum Beispiel Menschen, die am Wandel mitarbeiten, also Change Agents und Manager, haben einige Themen gesammelt, die eben wichtig sind im Kontext und auch schon ein paar Freiwillige, was mich freut. Ich denke, wir machen aber so einen Kickoff und eine Besprechung nach der Sommerpause, weil davor macht es wahrscheinlich keinen Sinn mehr. Ja, also ich fand super, bin gespannt, was dann am Ende rauskommt und wie schnell man da was erstellen. Danke euch. Ja, wir sind auch sehr zufrieden mit unserer Session zu Lernos digitaler Zusammenarbeit. Fast 25 Teilnehmer online und mich hier vor Ort gehabt. Vielen, vielen Dank dafür. Dazu habe ich eben geguckt, nochmal mindestens 10, oder nochmal ungefähr 10, die auch nicht konnten, aber Interesse haben. Wir haben uns den Guide angeschaut, die 12 Wochen, tatsächlich, was da Inhalt war und haben tatsächlich eben auch live gleich eine Kata natürlich gemacht und ausprobiert, haben den Collaboration Canvas, also unsere Regeln für Zusammenarbeit aufgestellt, haben die Idee gehabt, dass wir ganz viel Dokumente per E-Mails austauschen. Und was noch, Daniel? Ich würde nur sagen, dass die nicht kommen konnten, können immer noch anmelden für ein Beta-Testing. Das war unser riesiger Erfolg. Viele von euch haben gesagt, ja, ich will mitmachen, ich will diese Leitfaden besser machen und wir freuen uns sehr. Wenn ihr mitmachen wollt, dann einfach bei uns melden. Sehr gut, danke euch beiden. Dann haben wir die Digital School Story, entweder der Harald oder der Christian oder beide. Gefolgt. Ich habe den Pullover an, darum darf ich, glaube ich. Ja, also vielen Dank an alle, die dabei waren. Wir waren draußen in der Sonne. Es war wunderschön. Wir haben einen ganz netten Talk gehabt. Wir haben versucht, rüberzubringen, für was Digital School Story steht. Wie wichtig das ist, das schon ganz am Anfang anzufangen. Von der 5. bis zur 12. Klasse ist das auf jeden Fall das Richtige. Wir haben erlebt, dass Leute Fragen gestellt haben, eher in die Richtung, ja, und was kann ich als Unternehmen damit machen? Das konnten wir auch verknüpfen. Wie komme ich ran? Findet ihr auf der Webseite digitalschoolstory.de. Da könnt ihr so ein Treffen vereinbaren als Eltern, als Mutter, Vater, als Elternbeirat oder einfach als engagierter Bürger dieser Stadt. Also das ist ein Transformations-Enabler, wie es der Winfried Felser so schön sagt. Also helft mit. Wäre schön, wenn noch mehr dazukommen. Christian ist da, ich bin da, wir haben noch ganz viele andere, die sich mit dem Thema sich auch sehr beschäftigen. Es wird weitergehen. Danke. Super, danke dir. Dann haben wir ein großes Team. Christian, Caro, Eva, Simone, Benedikt, je nachdem, wer da kommen mag. Danach Christian Gerks, wenn er noch da ist, die Marie und dann die Steffi und der Hardy. Ja, hallo zusammen nochmal. Wir haben in der Runde, also zu sechst, die DATEV Lernreise vorgestellt. Ich glaube, das war für die Zuhörenden erstmal eine ziemlich schnelle Abfolge von dem, was die letzten 2, 3, 5 Jahre passiert ist. Und vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und dass ihr so viele Fragen gestellt habt, auch im Nachgang, die uns nochmal auch geholfen haben, vielleicht ins ein oder andere Detail, was wir vergessen haben, reinzugehen. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wo findet ihr jetzt die Informationen, wenn ihr nicht dabei wart? Wir haben ein Concept Board mit digitalen Giveaways, mit Links und Videos und allen möglichen Dingen, haben wir im Concept Board der LostCon auch verlinkt unter unserer Session. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Und nächste Woche ist DATEV DigiCamp. Wir würden uns freuen, wenn ihr dort auch vorbeikommt. Unser Programm ist online. Und dann könnt ihr mal gucken, ob da etwas Interessantes für euch dabei ist, weil DATEV nicht nur mit DATEV lernt, sondern auch mit Menschen aus anderen Unternehmen. Dankeschön.
Genau, Hadi und Steffi. Dann noch der Frank und dann der Jochen. Bei uns ging es darum, wie geht es weiter, wenn wir so einen Leitfaden fertig haben? Wie bringen wir Menschen dazu? Wie laden wir sie ein, mitzumachen? Und in ganz wenigen subjektiven Worten, es war eine spannende Diskussion in einer sehr kleinen Gruppe. Das war das erste Learning, dass in dieser kleinen Gruppe ganz schnell viel Vertrauen entstand und Menschen sehr, sehr offen beigetragen haben zu dem Thema. Und wir haben festgestellt, in einer größeren wäre es nicht so einfach gewesen. Also es geht um Vertrauen an der Stelle, solche Räume zu schaffen. Ja, dem gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. Das Einzige noch, wo wir festgestellt haben, dass auch für einen solchen Lernersguide vielleicht noch etwas Guidance hilfreich wäre, gerade in der Hinsicht, wie oft wird so ein Circle weiterentwickelt, wie und wo gebe ich Feedback, wie ist das technische Handling dafür. Das sind noch so Punkte, die wir gesammelt haben. Aber es war eine sehr spannende Begegnung. Vielen Dank, Lisa. Eine klitzekleine Ergänzung. Die technische Infrastruktur, haben wir festgestellt, ist auch eine wichtige und motiviert mich ein Stück weit wieder, vielleicht doch mal zusammen mit erlauchten Menschen ein bisschen so eine GitHub-Einführung zu machen. Wie kann ich so ein Ding überhaupt pflegen? Einfach einen simplen Workflow, der ganz einfach ist für alle Beteiligten. Sehr schön. Das kriegen wir hin, oder? Ja. Wir haben hybrid experimentiert mit dem Fishbowl. Einer der Remote-Teilnehmer sagte, das kenne ich aber von Frank besser, dass die Technik besser funktioniert. Ich habe gesagt, das ist eine Dampfmaschine und mich mal ganz dumm gestellt. Und die Teilnehmenden haben die Session richtig wieder gut gemacht. Audio stimmte, Beleuchtung stimmte und es hat Spaß gemacht, alle haben gelernt. Gut, danke dir. Gibt es dem Karl-Heinz? Jochen? Sehr gut, dann auch mit Mikro. Nochmal in 60 Sekunden das Thema Lernen ohne Sprachbarrieren. War ziemlich faszinierend, auch kleine Runde, aber super engagiert, nach einer Weile zumindest, weil es hat sich so am Anfang herausgestellt, wenn man wirklich ganz konsequent diese Mehrsprachigkeit durch alles Denken durchzieht, ja, also auch durch die Suche, durch die Verschlagwortung von Inhalten, dann ist es ziemlich mind-blowing, fällt mir jetzt kein gutes deutsches Wort für ein, bewusstseinserweiternd, hat irgendwie so einen falschen Zungenschlag. Genau, und dann haben wir auch bestätigt in der Diskussion, dass es ein echtes Akzeptanzproblem ist, also auch wenn wir alle natürlich Englisch irgendwie können müssen und in vielen Unternehmen ja auch dass die Konzernsprache ist, gibt es da trotzdem Barrieren. Man traut sich vielleicht nicht so, das zuzugeben, man schämt sich ein bisschen, aber es geht halt schon Effektivität in der Kommunikation verloren und über Spanisch, Französisch, Italienisch brauchen wir ja gar nicht zu reden. Und deswegen war ich das Feedback aus der Runde, das ist schon spannend gewesen, zu sehen, wie so ein MVP aussieht, den ich da ja zeigen konnte. Das war ja so ein Werkstattbericht, so ein bisschen Innovation zum Anfassen, kam auch so raus als Learning, haben wir auch auf dem Konzeptboard festgehalten. Man muss es sehen, um es dann glauben zu können, was mich jetzt als Gründer an meine Grenzen führt, weil ich muss es ja jetzt auch marketingmäßig irgendwie in fluffige Botschaften packen, das schaffe ich natürlich jetzt nicht. Und die Takeaways sind eigentlich, Comprino muss an Schulen und an Universitäten, also da bin ich total dankbar, wenn mich jemand vielleicht vernetzen könnte, dann wird sowas wie der Interrail Pass für die Jugendlichen heute und man muss es ausprobieren, deswegen poste ich im Slack-Chat nachher auch nochmal einen Gutscheincode für alle Loscon-Teilnehmer, gibt es einen Test. Sehr gut, danke dir. Dann kannst du gleich weitermachen, CLC Vision. Ja, die Corporate Learning Camp Vision, Community Vision haben wir diskutiert und mir ist so eine Anmerkung hauptsächlich im Gedächtnis geblieben. Ihr habt da eine Grafik gemacht, wo dieser Visionsprozess so linear abläuft. Eigentlich müsste der iterativ laufen und eigentlich müsste das anders dargestellt werden. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis in der Session. Schönen Dank für eure vielen Beiträge. Wir werden sie alle noch auswerten, aber das war sehr wertvoll. Danke dir, Karl-Heinz. Geheimabsprachen. Okay, ich oute mich. So, ich wollte ganz kurz mich bedanken, also bei der Session Lern OS Leadership, das Experiment. Ich habe nachher in strahlende Gesichter geguckt, ich war entspannt. Es war ein cooler Austausch, vielen Dank dafür. Ich nutze nochmal die Gelegenheit, mich zu bedanken bei den beiden, die in den, genau jetzt sehe ich sie, die in den Chat geguckt haben, damit das auch online funktioniert hat. Vielen Dank dafür.
Und ja, worüber haben wir gesprochen? Also wir haben darüber gesprochen, wie der Einsatz als Instrument der Personal- und Organisationsentwicklung sein kann, über Chancen und Herausforderungen. Und wenn ihr mehr wissen wollt, was so unsere Diskussion war, dann es gab Sketchnotes und die wird man dann wo finden? Die packen wir aufs Board mit drauf dann noch, wenn ja, sie fertig sind, genau. Aufs Konzeptboard. Und dafür vielen Dank. Ja, Sven. Ja, wir hatten gerade eben auch eine spannende Runde, wo ich versucht habe, das Thema KI im Lernen zu vermitteln. Es kamen auch tolle Ideen, wo wir nicht gleich Lösungsansätze gefunden haben. Aber ich glaube, dafür wäre es auch meiner Meinung nach teilweise noch ein bisschen zu früh. Ich kann trotzdem motivieren, bleibt an dem Thema KI dran, weil das Thema KI, ich war eine Session vorher, da ging es darum, wo finden wir unseren Content in irgendwelchen Wikis, SharePoints etc. und Co. Ich habe dann in meiner Session gesagt, das ist in 3 bis 5 Jahren erledigt, weil das wird die KI für euch übernehmen, den passenden Content zu finden. Und als Abschluss wollte ich noch kurz eine Anekdote von vor 3 Jahren euch mitgeben und die sollte euch vielleicht auch noch mal ein bisschen aufrütteln für das Thema KI. Ich war eingeladen von der Europäischen Kommission auf einer Konferenz und dort hatten mir ein Professor aus Oxford am Abend die Frage gestellt, hey Sven, das muss doch cool sein, mit KI hier zu arbeiten, tagtäglich diese KI zu gestalten. Dann sage ich, was soll denn da so cool dran sein? Das ist halt mein tägliches Geschäft. Da sagte er, ihr versteht alle noch gar nicht, was dieses KI wirklich ausmachen wird. Ihr müsst es vergleichen mit der Elektrizität. Man hat irgendwann mal die Kerze ausgeblasen und das Licht angeschaltet. Auf dem Level müssen wir das Thema KI verstehen und das wird eben unsere Arbeits- und Lebenswelt beeinflussen. Also von dem her, weitere Motivation, lasst uns da gemeinsam dran arbeiten und die passenden Lösungen finden. Danke. Danke, Sven. Dann sind wir online. Der Boris wäre der Nächste in der Runde. Ja, hallo, vielen Dank. Also wir haben diskutiert über das Für und Wider von LearnCircles und auch viele Impulse mitgenommen. Und ich habe ein bisschen aus meiner Perspektive als Vertriebsmitarbeiter der DATEV geschildert, warum beide Themen für mich zur Herausforderung werden und wie ich quasi auch hier auf der LOSCON gelandet bin, was ich Christian Kaiser zu verdanken habe, wie gesagt. Und wie das ganze Thema konkret weitergeht, das wollen wir dann am 13. Juli auf dem DigiCamp gerne auch mit euch besprechen. Kommt vorbei, meldet euch an, diskutiert mit und wir freuen uns auf euch. Danke dir, Boris. Wir hätten jetzt noch die Sandra und den Engin mit der Minecraft-Session, aber ich habe es in der Online-Teilnehmerliste nicht gesehen. Falls ihr da seid, ruft kurz. Nee. Sonst geht's an den Karls. Ah, die Maria haben wir vergessen. Ah, die Wiki-Session. Genau, wir haben ja noch kurz über das Thema Wiki gesprochen oder, naja, vielleicht auch ein bisschen intensiver und diskutiert. Wir haben im Endeffekt gesagt, naja, dass Microsoft tatsächlich noch keine adäquate Lösung zur Verfügung stellt. Da waren wir uns eigentlich alle ziemlich einig und dass wir das Wiki schon weiterhin brauchen und es seine Daseinsberechtigung hat. Aber dass natürlich auch die Anforderungen in den einzelnen Unternehmen sehr unterschiedlich sind. Und da haben wir sehr viele Themen andiskutiert, wo man natürlich noch Tage und Wochen weitersprechen könnte. Aber es war ein sehr guter Austausch. Genau, ja. Ich habe ja auch einmal Reload gemacht, die 3 nachgemeldeten Sessions. Katharina und die Franziska haben wir auch noch. Genau, ich wurde gerade nochmal nach vorne geschickt. Ich hatte einen sehr runden Tag. Er fing nämlich mit der Session an zu lernen und eine Lernpfad. Und zum Schluss war ich in der Session von Boris und das war eigentlich ein total rundes Ding. Wir haben heute Morgen viel gesprochen, wann funktionieren eigentlich so Learning Circles und wann funktionieren sie auch nicht. Was ist mit dem Tal der Tränen nach 4 Wochen? Wie kann man das über Pitstops irgendwie vielleicht gut überwinden? Und wie ist denn das eigentlich, wenn man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat, die am Band stehen und jetzt irgendwie nicht unbedingt so viel Lernzeit zur Verfügung haben? Wie vermittelt man da denn was? Uns ging auch um die Frage, ist jetzt der Learning Circle so das Format, das neue Format, was alle Probleme lösen soll, muss man da vielleicht auch ein bisschen aufpassen und was sind eigentlich die darunterliegenden Prinzipien, die auch andere Formen annehmen können. Und ich würde mich dazu auch gerne weiter austauschen, bin vielleicht dann beim DigiCamp dabei, da muss ich noch meinen Kalender gucken, aber auch ansonsten, wer nicht dabei sein konnte, Interesse hatte, meldet euch und dann
machen wir einen Lernpfad zum Lernen ohne Lernpfad oder irgendwas in die Richtung. Sehr cool, danke dir. Dann haben wir die Katharina Nolden. Ja, wir waren eine kleine, feine Gruppe und haben über Liberating Structures gesprochen, Mikrostrukturen für Workshops oder Team-Meetings. Wie sind die entstanden? Was für ein Ziel haben die? Was sind die Problematiken gegebenenfalls online versus offline mit Menschen, die das noch nicht ausprobiert haben und noch nicht kennen, mit dem Timeboxing, das vielleicht dann schwierig finden am Anfang? Ja, und wir haben auch live eine Structure ausprobiert, nämlich das Imprompto Networking. Und ja, das haben wir gemacht. Danke dir, danke euch. Wir hätten die Franziska Rabe noch, aber die habe ich auch gerade auch in der Liste nicht gesehen. Franziska, du rufst, falls du da bist. Sonst können wir in die Abschlussrunde einsteigen. So, ihr habt erlebt, dass ja ganz viel fachlicher Inhalt hier so rübergekommen ist. Ihr habt jetzt 1,5 Tage geopfert. Die erste Frage, hat es sich denn gelohnt, die 1,5 Tage hier zu verbringen? Ihr werdet wahrscheinlich viel nacharbeiten müssen, denn die Arbeit hat kein anderer für euch gemacht in der Zwischenzeit. Hat sich sie gelohnt? Für wen? Vielleicht die Gegenprobe. Für wen hat es sich nicht gelohnt? Okay, auch bei den Onlinern keiner. Gut. Die Nicole hat den Hand gehoben. Okay, jetzt, wenn ihr die 1,5 Tage dieser Hybridkonferenz mal Revue passieren lasst, was war denn richtig gut jetzt in den letzten 1,5 Tagen? Oh, jetzt haben wir geben im Raum das Mikrofon rum, meldet euch einfach, wer online was sagen will, meldet das euch. Das war Sandra. Ah, ganz sicher. Sag es aber trotzdem nochmal. Ja. Ich sag's nochmal. Die Menschen sind das Beste. Was war noch gut? Dass wir über Slack die Kombination hatten zwischen Austausch vor Ort und Austausch mit den Menschen, die online dabei waren. Was noch? Online, ihr könnt gerne die Hand heben, dann hole ich euch mit rein. Der Martin. Ja, ich fand es super, so viele verschiedene Perspektiven aus so vielen verschiedenen Bereichen kennenzulernen. Dafür danke an alle. Danke. Der Veranstaltungsort war sehr inspirierend. Auch hier, wenn man draußen stand beim Networking, mit dem Blick von der Burg, das fand ich sehr toll. Und hier der Raum, also auch mit den, es erinnert mich ein bisschen an den Situation Room mit den Lampen oben von Stanley Kubrick. Kennen vielleicht die einen oder anderen. Also als Fachfremder vielen Dank für die vielen Anregungen und besonders Dank an die Leute, die ganz, ganz tolle Konzeptboards gemacht haben. Das ist die Nicole in dem Fall. Dann haben wir online die Inga. Ja, ich wollte mal von Online-Seite berichten. Ich habe super die Atmosphäre genossen. Ich hatte das Gefühl, ich bin bei euch dabei. Und ich habe mich immer mit einbezogen gefühlt, auch wenn das Mikro manchmal ein bisschen schwierig war zu verstehen vor Ort. Da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber ansonsten war das eine super Geschichte, auf mehreren Kanälen einfach dabei sein zu können. Und die Atmosphäre kam richtig gut rüber. Also vielen Dank, dass ihr uns immer wieder mit reingenommen habt und die Aufmerksamkeit geschenkt habt. Also Daumen nach oben, auch hier von meiner Online-Seite aus. Dankeschön. Der Frank. Also ich fand ganz toll, ich konnte nach Slack gehen, ich konnte das Whiteboard direkt oben anbinden, ich hatte das Programm, ich konnte das Programm Favorites machen und. Also da war ein Flow drin und hat alles funktioniert, super gut. Schön, danke schön. Was war noch gut?
Die Katharina hat sich gemeldet online. Du brauchst nicht so spurten, Karl-Heinz. Ich wollte nur sagen, dass ich echt beeindruckt bin vom Orga-Team, weil mir ist erst jetzt so im Laufe der Veranstaltung eigentlich klar geworden, an wie viele Details ihr gedacht habt, um immer wieder das Hybrid zu ermöglichen zwischen Online und Offline. Das war mir vorher überhaupt gar nicht klar, an was man da alles denken muss, dass man es nicht reicht, da einfach einen PC aufzustellen und ein Mikro auf den Tisch zu stellen, sondern ihr habt das wirklich durchdacht mit ganz viel Liebe fürs Detail. Und da ich live dieses Jahr einfach nicht hätte kommen können, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ihr das so mit so viel Liebe durchdacht und durchgeführt habt. Noch kein Applaus. Das Orga-Team müssen wir namentlich einmal nennen. Ja, also vielleicht mal alle die Hand heben, die im Orga-Team war, der Kurt an der Kamera, der Magnus, der Karl-Heinz, der Benedikt, der Hans da hinten, Oliver E., Oliver F., die Susan, die Ruth, die Jasmin, die draußen den Empfang gemacht haben. Wen habe ich vergessen? Den Frank hier vorne. Also das waren 13 Leute, den Christian, 13 Leute, die das gestemmt haben. Ohne geht's nicht. Großen Applaus für das Team. Und wer auf dieser Homepage schaut, dass einer den Rest gemacht hat, dann Joda, war das das Simon Dückert. Und je länger ich kennenlerne, so einen großen Rest habe ich noch nie gesehen. Er ist die Sensation. Wahnsinn. So, ich glaube, wir fragen mal jetzt nicht weiter, was gut war. Ihr könnt es ja alle noch in Slack schreiben. Es wäre ganz gut in den allgemeinen Kanal, was euch noch so aufgefallen ist. Aber so eine Frage will ich doch noch stellen. Was können wir dann beim nächsten Mal besser machen? Ich fände Namensschilder hilfreich. Weil das ist etwas, das haben wir jetzt in der Online-Welt 2 Jahre gelernt, dass wir zumindest immer wissen, wie die Leute heißen. Und hier vor Ort ist es echt schwierig, die Leute einzuordnen. Ja, absolut. Die Martina online. Erstmal danke für alles und für die letzten Stunden. Die beiden Sachen, die auf der Bühne gelaufen sind. Einmal der Tanz heute und gestern war es auch einmal. Da hat es gefehlt am Mikro. Also das ist sehr schade, dieser Kurzfilm und heute nochmal, aber ansonsten vielen, vielen Dank. Aber das würde ich ganz gerne noch mitbekommen. Danke. Okay, wir posten die Quellen hinterher alle noch, dann kann man es nochmal nachgucken. Danke dir. 4 Vorträge gestern und dann noch die Lightning Talks. Da hätte ich mir schon eine Session gewünscht, einfach als Unterbrechung, dass man ein bisschen mehr aktiv ist und nicht nur konsumiert. Und das finde ich gut, und dass heute nochmal so ein Impuls kommt, weil dann kann man die Sachen besser abspeichern. Und was ich eben ganz vergessen habe, das Streaming, das war extrem gut. Und okay, danke. Geht an die Regie hinten. Danke dir. Dann haben wir den Christoph online. Doch ja, nicht. Von meiner Seite auch nochmal danke für die Möglichkeit, remote teilzunehmen. Ich bin überzeugt, live dabei ist auf jeden Fall krasser. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal auch live mit dabei bin. Ich habe den Eindruck, dadurch, dass ich jetzt Hybrid teilgenommen habe, habe ich Hybrid nochmal viel mit Hybrid gelernt. Das, was ich besonders vermisse, ist, dass der Kontakt zwischen den Sessions, also während den Sessions ist alles super Hybrid abgebildet gewesen, aber dieses, man geht dann aus dem Raum raus und redet noch, da ist dann im Homeoffice bisher noch ziemliche Stille oder man tippt irgendwas dann in den Chat ein, aber dieser intensive Kontakt zwischen den Sessions, da habe ich ein Fragezeichen, wie man das herstellen kann, dass da die Vernetzung sich fortsetzt. Machen wir noch die Anni, bevor das Mikrofon weitergewandert ist. Ja, also auch nochmal herzlichen Dank. Einer der besten Hybrid-Events, die ich erlebt habe. Kleine Anregung, die Räume
da wir ja Slack in dem einen System haben, die hätte man in der Übersicht vielleicht auch noch darstellen können, dass man das leichter findet, in welchem Raum der Chat dazu stattfindet oder vielleicht auch auf dem jeweiligen Konzeptboard-Element. Also das ist mir manchmal schwer gefallen. Man musste es wieder in der Agenda öffnen und dann nochmal gucken und dann in den Raum hüpfen. Kleine Optimierung. Ich dachte, bei den Sessions, Nicole, waren die Slack-Kanäle unten auch verlinkt, oder? Hätte man einmal zeigen müssen wahrscheinlich. Unten rechts im Eck waren die verlinkt jeweils. Das ist vermutlich untergegangen. Ja, und in der Übersicht, wenn man sich sozusagen das Tagesprogramm anguckt, dann zu sehen, in welchem Raum, das würde manchmal es leichter machen, dann muss man es nicht öffnen. Danke. Ja, die Räume sind oben stehen geblieben. Dankeschön. Genau, also erstmal beste Hybrid-Veranstaltung ever, aber vielleicht noch ein, zwei Sachen, die rein Online-Räume haben nicht so gut funktioniert heute Morgen. Wir hatten dann eine Online-Person zugeschaltet und waren zu acht vor Ort und dann haben wir es halt offline gemacht und so haben uns irgendwie so vereinbart, aber das war bestimmt den verfügbaren Räumlichkeiten geschuldet, vermute ich mal. Und was mir so auffiel bei der großen DATEV-Session, dass alle mit ihren aufgeklappten Rechnern da saßen. Und das nimmt dann irgendwie wieder was in der Atmosphäre vor Ort weg. Wenn alle irgendwie auf ihre Rechner gucken und gar nicht mehr so ganz präsent sind, braucht man eigentlich auch nicht, habe ich dann gedacht. Also es reicht ja auch, wenn ein, zwei Personen das haben, das geht eher an die Leute vor Ort. Wie viel Rechner aufgeklappt braucht man denn eigentlich? Aber grandios. Okay, danke. Dann machen wir die Katharina Nolden online. Ja, also für mich war eigentlich nur ein Punkt, den ich mir noch gewünscht hätte, und zwar immer dann, wenn jemand Folien geteilt hat, dann waren da groß die Folien auf dem Bildschirm und ich konnte die Leute in der Session nur auf so einem kleinen Mini-Video unten sehen. Und das hätte ich eigentlich schön gefunden, wenn das vielleicht einen zweigeteilten Bildschirm geben würde, wo auch die Folien auf der einen Seite und ein großes Video vom Raum auf der anderen Seite ist. Man muss wahrscheinlich ein anderes Tool als Teams nehmen, weil da geht es, glaube ich, nicht. Aber man kann in Teams auf jedes Video klicken, dann wird das groß. Und du kannst es für dich anpinnen. Da kann man nächstes Mal noch ein bisschen Anleitung bereitstellen. Ja? Okay. Also kann man dann zwei Sachen sich anzeigen lassen oder sind dann die Folien klein? Nee, da werden die Folien klein. Ich glaube, man kann nur eines. Genau, deswegen, das meine ich. Schreibt es an Microsoft, kann man gut brauchen. Ja, wir unterstützen das alles. Danke dir. Ich habe keinen Kritikpunkt, sondern nur eine kleine Anregung. Ich hätte Interesse, ich habe mir mittlerweile die Informationen selbst besorgt, aber ich glaube, so eine kleine Guided-Tour über diese ganze Technik, die ihr hier auffahrt, mit den Mischpulten und was so alles im Hintergrund ist, vielleicht für diejenigen, die selbst in den Organisationen hybride Veranstaltungen planen möchten, wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass dort eine kleine Guided-Tour wäre, um zu sehen, was es eigentlich alles braucht, um so ein geiles Event aufzubauen. Ja. Also wir haben letztes Jahr ja auch so 5-6 Wochen später so ein Making-of-Session gemacht. Das machen wir dieses Jahr wieder, weil viele mir so geschrieben haben, wie ging dieser Timer bei den Lightning Talks und all sowas. Das werden wir dann, wenn wir durchgeschnauft haben, machen. Genau, ich fand es insgesamt auch eine echt tolle Konferenz. Was ich noch als Anmerkung hätte, wäre, es ist sehr abhängig von den Sessiongebern, inwieweit wirklich Online-Teilgebende mit integriert werden. Und vielleicht wäre das eine Idee fürs nächste Mal, dass man da wie so einen Buddy oder so abstellt. Das war ja in einzelnen Sessions auch, die da wirklich ein Augenmerk drauf haben. Dann können die Sessiongebenden sich wirklich konzentrieren auf das, was sie, auf die Moderation und auch auf ihren Input. Das hat noch ein bisschen gefehlt, aber sonst war echt toll. Danke euch. Okay, nehmen wir mit. Dann haben wir die Nicole. Das kann ich gerade unterstützen. Also letztlich auch in einigen Sessions war es schon so. Ich glaube, wir müssen uns noch dran gewöhnen. Die, die vom PC sitzen, können total toll dokumentieren. Die, die im Raum sitzen, da kann jemand den Chat und die Hände irgendwie im Blick behalten. Das fand ich super und das wäre so was, was wir nächstes Mal in so eine Hilfe oder in so ein Guideline mit reinnehmen können. Und zu den aufgeklappten Laptops, das war der Moment, bei dem ich so viele Personen und Menschen in dem Raum gesehen habe, wie in manch einer Session nicht. Also als Online-Teilnehmer waren aufgeklappte Laptops mit einer An-Kamera, hat für mich ein bisschen Mehrwert dann als Onliner sozusagen gehabt. Also als Close-Up-Kamera, dass man die Gesichter dann groß gesehen hat. Ja, okay. Und das mit dem Teilen ist eine Teams-Einstellung. Alles klar, da lernen wir dann noch. Die Martina haben wir noch online? Ja, vielen Dank. Vielleicht zu dem noch, was Christoph vorhin gesagt hat mit den Pausen. Also ich hatte das Glück, wahrscheinlich Zufall, dass ich jeweils einen Pausenbuddy gefunden habe,
der dann halt mir geholfen hat, die Pause zu überbrücken. Und so ist auch die Schwarzwälder Kirschtorte mit Franziska entstanden. Also von daher wäre das vielleicht auch eine zusätzliche Buddy-Funktion, in den Pausen die Hybrid, also die Onliner mitzunehmen. Dankeschön dafür. Auch gute Idee, ja. Schön, danke. So, wenn es jetzt keine Anmerkungen mehr gibt, ihr könnt ja auch da wieder Slack nutzen, um uns noch weitere Hinweise zu geben. Dann würde ich sagen, ihr habt euch jetzt alle selber einen riesen Beifall erarbeitet oder verdient, denn ihr habt den heutigen Tag vollkommen selbst gestaltet. Es war niemand anderes als ihr selber, die ihr euch heute diesen Tag so positiv gestaltet habt. Also einen großen Applaus für euch selber. Ja, und natürlich danke an die Referenten gestern, die die Lightning Talks gemacht haben und die Vorträge. Und einen ganz großen Dank nochmal an Simon. Simon, wenn du nicht wärst, gäbe es diese Veranstaltung nicht. Ich bin auch hier gerade noch am Suchen. Wir haben nämlich jetzt zum Abschluss noch ein kleines Video euch vorbereitet. Vielleicht, Karl-Heinz, überbrückst du noch mit irgendeiner schlauen Frage, weil ich finde es gerade nicht. Folienbühne eigentlich. Mir fallen schon noch Fragen ein. Bitte jetzt ans Mikro denken, dass wir es mitbekommen. Ja, der Punkt ist, das ist geteilt über PowerPoint Live, dass das sozusagen bei euch dann runtergeladen wird und dann dort abgespielt wird. Das hat nichts mit dem Mikrofon zu tun. Also wir werden hinterher das Video einzeln auch nochmal bereitstellen. Aber die Mikros sind, wenn das Video hier abspielt, sind dann sogar aus. Hier. Und bei mir zum Beispiel funktioniert es jedes Mal. Ja, genau. Das ist sehr unterschiedlich. Also wir machen die Bühne dann auch dicht und dunkel. So wie es ein schönes Intro gab am Anfang, gibt es auch ein schönes Outro. Wir haben uns mal überlegt, wie könnte die Celebration Party aussehen, wenn wir die imperialen Streitkräfte und den Todesstern besiegt haben, die Ignoranz aus der Welt ist und das Wissen die Oberhand gewonnen hat. Lehnt euch zurück, 4 Minuten, einfach ein bisschen zuschauen noch und dann entlassen wir euch, wohin auch immer ihr nach Hause reisen müsst. Machen wir hier mal dunkel. Zip.